Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung MEF Kompakt. Sie gedeiht üblicherweise in wärmeren Gefilden, die Königin der Nacht. Doch das Freizeitzentrum hat sie quasi umgetopft und nun blüht sie seit einigen Jahren, wenn auch nur kurz, hier in Marienberg. Wir waren dabei, als sich das Kakteengewächs mit den großen Blüten diese Woche in seiner vollen Schönheit zeigte. Unverkennbar ist ihr Klang und zum Tanzen animiert die Musik der Schalmeien. Seit 1961 mittlerweile gibt es die Schalmeienkapelle Steinbach und genau deswegen wird gefeiert vom 25. bis zum 26. Juni 50 Jahre Schalmeien Steinbach. Die schlechte Nachricht ist, dass zu den Baustellen, die den Ort Weißbach nahezu unpassierbar machen, nun noch eine hinzukommt. Aber natürlich gibt es auch eine gute Botschaft, denn der Landrat Frank Vogel hat der Gemeinde Amtsberg für die Bauarbeiten einen Zuwendungsbescheid über reichlich 280.000 Euro erteilt. Somit steht der Erneuerung des Jahnweges in Weißbach nichts mehr im Wege. Die Blitztipps für die kommende Woche stellen wir Ihnen auf unserer Teletext-Seite 112 oder im Internet unter mef-line.de zur Verfügung. Bei unseren Veranstaltungstipps vom 24. bis zum 26. Juni ist für Groß und Klein jede Menge dabei. Der erzgebirgische Volkskünstler Hans Lichtenberger gibt Einblick in sein handwerkliches Schaffen und zeigt neben Holzexponaten auch Gemälde aus eigener Hand. Nur noch bis Freitag, den 24.06., ist die Ausstellung Ein Leben mit Holz in Olbernhau zu sehen, jeweils von 15 bis 18 Uhr. Ganz beeindruckt von der erzgebirgischen Holzkunst führt sie ihr Weg vielleicht von Olbernhau nach Ansprung. Dort lädt das Forstunternehmen Berget am kommenden Wochenende zum zweiten Holztag ein. Mit dabei sind Gudrun Lange und ihre Kaktusband. Sie sorgen am Samstag für die musikalische Untermalung des Abends. Los geht's um 20 Uhr. In eine zauberhafte Welt der Märchen verwandelt sich am Samstag und Sonntag die Burg Scharfenstein. Auf der Märchenburg empfängt der gestiefelte Kater und seine Freunde in der Zeit von 10 bis 17 Uhr alle kleinen Gäste zu Puppenspiel, Märchenerzähler und vielerlei anderen Überraschungen. Den Sonntag im Erzgebirge können Sie wieder einmal mit melodischen Klängen ausklingen lassen, entweder ganz bodenständig mit den Marienberger Blasmusikanten um 15 Uhr im Kurpark Warmbad oder etwas glamouröser um 19 Uhr im Stadtpark in Olbernhau beim Open-Air-Konzert Hollywood im Grünen. Am Wochenende bleibt es in unserer Region leider nicht trocken. Am Samstag kann es vereinzelt zu Schauern kommen. Etwas mehr Regen erwartet uns dann am Sonntag. Die Temperaturen sind recht angenehm bei 14 bis 19 Grad. Zu Beginn der Woche am Montag lässt der Sommer auf sich warten bei gerade mal 16 Grad Celsius und Wolken, die gelegentlich Regen vorbeibringen. Ab Dienstag bis Ende der Woche lässt der Blick aufs Thermometer Freude aufkommen. Bis zur 21 treibt die Sonne das Quecksilber. Es bleibt außerdem durchwachsen mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Liebe Zuschauer, ich danke Ihnen fürs Einschalten und wir sehen uns zur nächsten Sendung MEF Kompakt.